Das ist mein Bärlauchparadies und zwar ist es direkt vor meinem Küchenfenster. Also mache ich natürlich super viele Bärlauchrezepte und denke mir immer was Neues aus. Ich sammle immer unter den Ästen, damit ich relativ sauberen Bärlauch bekomme. Und das war jetzt meine Ausbeute. Der Bärlauch muss heiß gewaschen werden, weil er aus dem Wald kommt, wegen dem Fuchsbandwurm und wegen den Hunden und so. So ist es gut und jetzt wird er in der Salatschleuder getrocknet. So ist es okay. So, hier kann er noch mal weiter trocknen. So, jetzt lasse ich die hier noch mal ein bisschen trocknen und mache in der Zwischenzeit die Frischkäsepaste. Jetzt nehme ich meine ganz normale Küchenmaschine und habe 4 Pakete Bio-Frischkäse reingetan, weil ich die doppelte Menge mache. Den verrühre ich, damit er ein bisschen schaumig ist. Und dann kommt geriebene Zitronenschale dazu, der geriebene Käse und Senf. Und zwar habe ich hier diesen wunderbaren Ganzkorn-Senf mit Koriander. Das ist Hohenloher Bio-Senf. Der ist wirklich ganz fantastisch. Und natürlich Pfeffer und Salz reichlich. Es wird nachher sowieso noch mal abgeschmeckt, aber das ist jetzt schon mal das Erste. Ich fülle das jetzt um in eine große Schüssel, weil ich den Bärlauch dann mit dem Spatel unterhebe. So. Das ist meine Küchenmaschine mit diesem scharfen Messer und da häcksle ich den drin. Ich finde, der muss nicht so fein sein. Das mache ich da portionsweise. Das geht nämlich super. Und zwar mit Pulsfunktion. So, und nun hinein zu der Frischkäsecreme. Das ist jetzt der Rest. Und jetzt hebe ich das alles unter. So, das wäre fertig. Ich habe auch schon mal probiert. Alles gut. Schmeckt klasse. Und jetzt kommt der Blätterteig dran. So, ich habe jetzt hier eine Rolle Butterblätterteig. Immer Butter. Also das mit dem Palmöl, das billige Zeug, kommt mir nicht ins Haus. Den rolle ich jetzt auseinander und dann lege ich ihn so hin, weil er nämlich nachher so aufgerollt wird. Also ich mache eine ziemlich dicke Schicht. Man kann das sicher auch dünner machen, aber es geht ja hier um die Bärlauch. Füllung und nicht um den Blätterteig. Deswegen ist es ein bisschen. Und man darf also nur nicht ganz bis zum Rand gehen, sonst quetscht sich das nachher alles raus. So, ist alles fertig bestrichen und jetzt habe ich hier noch eine Handvoll Sonnenblumenkerne, die ich für den Crunch jetzt hier oben drauf verteile. Möglichst gleichmäßig. Und jetzt rolle ich das Ganze mit Hilfe des Papiers auf. Und so habe ich jetzt eine wunderbare Rolle. Und die stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Dafür packe ich sie jetzt einfach nochmal lose ein. Ich buxiere sie vorsichtig dahin. So, jetzt ist das ungefähr eine Stunde gekühlt, die Rolle. Und jetzt bette ich sie um und schneide sie auf. Mit dem Sägemesser geht das sehr gut. Das ist jetzt natürlich das Endstück. Ungefähr so dick. Sieht auch schön aus.
und die ganze Soße kommt jetzt bei 200 Grad in den Backofen. Den habe ich nur sehr kurz vorgeheizt. Genau 20 Minuten später sieht es so aus und ich glaube, das ist genau perfekt. Jetzt lasse ich es einen Moment abkühlen und dann kommen sie gleich auf den Rost. Das sind jetzt 20 Rollen und noch die zwei Endstücke und man kann sagen, also zwei kann man gut essen, aber bei der dritten, da wird man schon ein bisschen satt. Ist ja ganz schön viel drin. Also eine gute Sache für Gründonnerstag oder für Ostern oder überhaupt für alle möglichen Geburtstage und Feiern. Zum Anbeißen.